in meiner Küche. Ich bin die Manu aus Manus Thermiküche. Heute gibt es aber kein Rezept aus dem Thermomix, sondern ich möchte mit euch halt Lavakuchen machen. Ich habe mir sogar eine Lavakuchenförmchen gekauft und da ist auch ein Rezept dabei und das möchte ich mit euch halt ausprobieren. Also wenn ihr Interesse habt, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Video. Wir brauchen für die Zubereitung folgende Zutaten. 150 Gramm Zartbitterschokolade, 150 Gramm Butter, 115 Gramm Zucker, 60 Gramm Mehl, 4 Eier und alternativ als Beilage später für den fertigen Kuchen nur eine Kugel Vanilleeis. Dann legen wir los. Ich lasse jetzt über dem heißen Wasserbad, das habe ich gerade aufkochen lassen und ausgeschaltet, die 150 Gramm Zartbitterschokolade mit dem Butter schmelzen. Das dauert jetzt ein bisschen. Was auch noch wichtig ist, dass ihr aufpassen müsst, dass auf alle Fälle kein Wasser in die Schüssel reinkommt, wo sie die Schokolade schmelzt und die Butter. Jetzt fängt das schon schön an. Und wenn das dann so ausschaut und da gar keine Klumperl mehr drin hat, dann kommt es außer nicht mehr. Nochmal gut glatt rühren, dass wirklich nichts mehr drin ist von der Butter. So, und dann auf Zeiten stellen. Dann ist der erste Teil schon mal geschafft. Einfach ein bisschen abkühlen lassen. So, dann geht es mit der Rührschüssel weiter. Also die 4 Eier nehmen wir jetzt ein. Und das Ganze tun wir jetzt mit dem Zucker schön schaumig rühren. Das heißt, wenn die Masse so richtig schön cremig ist, wie es jetzt ist, also diese Konsistenz, dann tun wir Schokolade dazu. Die hat nämlich jetzt Zeit gehabt, dass sie ein bisschen abkühlt. Und die tun wir jetzt da rein. Und tun wir dann ein bisschen unterrühren lassen. Wenn wir die Masse jetzt unterrühren. Wenn sie das jetzt schön verbunden hat, dann tun wir nur das Mehl einsieben. Das tun wir jetzt auch noch schön einsieben. Und das tun wir dann auch noch unterheben. Dass es sich einfach alles miteinander verbunden hat. So, und wenn das Ganze dann so ausschaut, dann muss es in die vorbereiteten Förmchen umfüllen. Ich habe jetzt da meine Backförmchen. Die tue ich jetzt einmal kurz mit meinem Backtrennmittel ausfetten. Und dann füllen wir hier immer bis zur Hälfte ungefähr den Teig ein. So,
Und dann kommt das Ganze für mindestens 2 Stunden in den Gefrierschrank, bevor wir es dann im Ofen backen, dass das richtig schick gefroren ist. Dann sehen wir uns in ungefähr 2 Stunden wieder. So, meine Lavakuchen waren jetzt gute 3 Stunden im Gefrierfach. So schauen sie jetzt aus. Und jetzt sollen wir die bei 190 Grad für 12 bis 14 Minuten in den Backofen tun. Und das machen wir jetzt mal. Und dann schauen wir mal, wie es rauskommt. Ich hoffe, dass sie in der Mitte noch flüssig sind. Bis gleich. So, jetzt habe ich es rausgeholt. Im Rezept steht, man soll es jetzt für mindestens 5 Minuten auskühlen lassen, bevor man es aus der Form löst. Das mache ich jetzt auch. Und dann werden wir es vorsichtig rauslösen. Ich hoffe, sie gingen raus. Und dann werden wir mal probieren. So schaut das Ganze jetzt aus. Dann schauen wir mal, ob es einen flüssigen Kern hat. Ja, es hat einen flüssigen Kern. Seht ihr es? Und der ist sogar noch warm. Also außen schön. Und halb schon durch. Und in der Mitte ein ganz schöner flüssiger Kern. Also schmeckt super schokoladig. Ich kann euch nur empfehlen, macht es nach, probiert es aus. Mit der Zeit müsst ihr allerdings ein bisschen ausprobieren. Bei mir waren es jetzt zum, ich glaube, 15 Minuten drin hat. Also mal wieder aussuchen. Eigentlich stehe ich ja schauen, also wenn es jetzt nur recht flüssig hat, dann nur ein bisschen drin hat lassen. Jeder Ofen backt ein bisschen anders. Bei jedem Ofen ist die Temperatur ein bisschen anders. Also da müsst ihr einfach schauen. Aber das ist wirklich ein super schönes, schokoladiges Rezept. Kann ich euch nur empfehlen, probiert es aus. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Heute haben wir nichts mit dem Thermomix, sondern einfach mal so ein Backrezept. Über einen Daumen hoch, da würde ich mich natürlich freuen. Genauso über ein Abo. Und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin, pfiat euch!